Halleluja, Herr. Halleluja, wir danken dir, Herr, dass wir deine Kinder genannt werden, Herr. Herr, wir danken dir, dass du so ein guter Gott bist, Herr, und dass wir die Möglichkeit haben, heute hier zu sein. Und ich möchte dir danken, Herr. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du all unsere Sorgen, alles, was an Kummer auf unserem Herzen liegt, Herr, dass wir möchten das kurz zur Seite legen und wir möchten offen sein auf das Wort. So bete ich in Jesu Namen und die Gemeinde Gottes sagt, ah, Mann, du darfst dich gerne setzen. Denn jetzt mache ich leisen Radau. Schon mal gehört, leisen Radau? Das habe ich meiner Mami immer gesagt, Mami, ich mache leisen Radau. Ja. Ich bin mal wieder im Lande und ich freue mich und ich hoffe, es geht euch gut. Geht's euch gut? Den Umständen entsprechend gut, ja. Also ich auch. Ich bin auch so ein Positiver. So, mir geht's gut, so, ja. Mir geht's gut, nee, mir geht's wirklich gut. Und beim vierten Mal glaube ich dann selber, ja, mir geht's gut. Ich lade dich ein, die Bibel aufzuschlagen und ich habe ganz viel vor. Johannes Evangelium Kapitel 11. Johannes Kapitel 11. Und das Thema von dem heutigen Wort ist, ich brauchte jetzt Pinder an den Drums, brrrt, so ein Tag so wunderschön wie heute. Wer kennt diesen Song? Ja, wer kennt dieses Lobpreislied? So ein Tag. Ja. Meine Eltern, als wir kleiner waren, die haben uns oft in ein bayerisches Restaurant gebracht. Und da haben sie diese Lieder gesungen. Das hat mich vielleicht ein bisschen geprägt. Und ich möchte nicht genau outen, welches Restaurant. Es war einfach aus Ehrfurcht zu meinen Eltern. Du darfst das Bild gerne hochladen. Ja. So ein Tag, so wunderschön wie heute. Du denkst dir, der ist aber glücklich. Ja. Was ist denn da los? Johannes Evangelium 11 und, ja genau, ja das ist lieb, danke. Lass aber das Thema, danach schauen wir uns das Bild an. Genau, so ein Tag, so wunderschön wie heute. Wenn wir am Tisch sitzen, dann machen wir oft Radau, zu Hause bei uns. Wenn wir dann mal alle vier am Tisch sitzen, ja, ich mit meinen beiden Brüdern und jetzt hat meine Schwester, ja, die immer die ruhige war, drei Jungs, die weiß, wie drei Jungs abgehen, also da wird leise Radau gemacht. Und wenn wir am Tisch sitzen, dann denken wir oft und gerne an Momente zurück. Und ich habe mir letztens mich mit ein paar älteren Menschen unterhalten und ich stelle denen immer so diese kuriose Frage, was würdest du anders machen? Was würdest du anders machen? Und eine große Mehrheit hat etwas wiederholt, was mich so ein bisschen zum Nachdenken ankurbelt. Sie meinen, ich hätte mehr Zeit in meine Kinder investiert. Und wenn wir am Tisch sitzen, darauf wollte ich eigentlich hinaus, dann erzähle ich nicht, was ich zu meinem 12. Geburtstag bekommen habe, sondern erzählen wir, dass als wir wandern waren und meine Mom mit ihrem Stock voran war, dass sie fast einer Schlange, das hier in Österreich, damit eine draufgehauen hat, ohne zu wollen. In Österreich eine Schlange. Dann erinnern wir uns an Momente. Daran erinnern wir uns daran, wie Ronaldo, als wir snowboarden waren, ja, nicht wusste, wie man bremst, aber er ist der Mutige bei uns zu Hause, um nicht zu sagen der Verrückte. Ja, einfach schnurstracks die schwarze Piste runtergedüst ist. Ich mit Ricardo, wir standen auf dem Lift, wir sehen nur wie so eine Wolke, wir wussten nicht, ob er fährt, ob er flitzt, ist es Speedy Gonzales, ist es Superman, ist es Batman, nein, es war mein Bruder Ronaldo, ja. War er weg. Wir erinnern uns an Momente. Wir erinnern uns und dann lachen wir und wir, hey Ronaldo, warum hast du so lange gebraucht? Also ja, als ich erst mal gebremst habe, dann wusste ich gar nicht, wo ich war. Bin ich in Brasilien, in Österreich? Bin ich auf der Alm oder bin ich in Hawaii? Wir erinnern uns an Momente. Wir erinnern uns an Zeit, die wir mit meinen Eltern verbracht haben. Bis heute erinnern wir uns als Kinder, wo ich 6 Jahre jung war. Ja, das ist bei meinem Bruder, ich glaube, über 10 Jahrzehnte her. Ja. Also als wir zum Tierpark gegangen sind mit meinem Dad. Mein Dad hat es dann zu einem Moment gemacht. Er kam eine Woche lang gearbeitet in Brasilien. Dicke 44-Stunden-Woche, die gefühlte 85-Stunden-Woche. Ja. Am Samstag wurde dann Zeit genommen mit den Kindern in den Zoo. Die Nachbarskinder wollten alle mit. Das war ein Erlebnis. Meine Mama hat das Popcorn gekocht oder wie auch immer. Popcorn war dann zum Schluss da. In die Tüte getan, das war schon voll nass. Das war uns egal. Das war ein Erlebnis. Das sind Momente. Das sind Momente, die mir niemand nehmen kann. Aber ich kann mich nicht erinnern, was ich zu meinem 14. Geburtstag geschenkt bekommen habe. War bestimmt ganz nice und ich habe mich auch bestimmt gefreut, habe auch bestimmt meine Eltern genervt, dass ich es unbedingt haben wollte. Aber ich erinnere mich
an Momente. Ein Leben, es ist eigentlich eine Vielzahl von Momenten, die wir sammeln. Und es ist nicht so, dass ein Moment unser ganzes Leben auch sogar ruinieren kann. Reden nicht viele Psychologen davon, dass man 80 Jahre seines Lebens braucht, um die ersten 20 auszubügeln, was man da an Unfug gemacht hat? Ein kleiner Moment, ein Jähzornausbruch von dem Vater, eine Abwesenheit von dem Vater hier, eine Unaufmerksamkeit vom Ehepartner dort, vergessen hier, kleine Momente, die das Leben total verändern können. Ich bin auch noch so eine Person, ich habe ein extremes Langzeitgedächtnis. Ich kann mich an Kleinigkeiten erinnern. Und ich, immer wenn wir schwimmen sind, mein großer Bruder ist ja da, erinnere ich mich, als ich 6 war, hat mein großer Bruder, ja, mich an den Füßen gehalten und ich konnte kaum schwimmen. Und er so, Daniel, willst du aufhören? Und jedes Mal, als ich was gesagt habe, hat er mich unter Wasser getanzt. Daran kann ich mich erinnern. Und er so, Daniel, wieso erinnerst du dich an sowas? Ich so, das mache ich doch mit deinen Kids. Ja, er so, nein, hey, komm, was ist da los? Das war wohl kein guter Moment. Ja. Unser Leben ist geprägt von Momenten. Es sind nicht immer gute Momente. Es sind Erinnerungen, an denen wir uns manchmal festhalten, dann fangen wir an zu weinen und trauern hinterher. Aber ist unser Leben nicht geprägt von Momenten? Und in was für einem Moment lebst du gerade? Zum Beispiel, wir haben diese klassische Frage, ich muss ein bisschen mehr trinken, damit ihr wisst, was ich meine. Ist diese Flasche halb voll oder halb leer? Ganz klassisch, ganz typisch, total oft gefragt. Ist diese Flasche halb voll oder halb leer? Und dann meinen viele, daran kann man dann deine Persönlichkeit erkennen. Ja, also sie ist halb voll, du bist der Optimist, ja, ein schöner Tag. Sie ist halb leer, okay, du bist der Pessimist, ja. Aber ich behaupte, es gibt da noch eine Gruppe, und zwar die Realisten. Diejenigen sagen, das ist eine Flasche mit Wasser, trink dir aus. Ich mache daraus einfach keinen Sinn. Also solange ich daraus trinken kann, ist da Wasser drin, wenn da kein Wasser mehr drin ist. So eine dritte Gruppe, ja. So eine Ich-Gruppe halt so, hey, ich mach mir da keinen Kopf draus. Du machst dir vielleicht ein Bild von mir, ob ich der optimistische Sarkast bin oder ich trinke einfach aus dem Wasser. Schmeckt mir gut, solange da Wasser drin ist, trinke ich draus. Wenn es leer ist, ist es leer. Der Realist. Jetzt frage ich dich mal. Was bist du für eine Person? Bist du ein Optimist, ein Pessimist oder bist du ein Realist? Und ich komme zu einem Bibelvers oder zu einer Stelle in der Bibel, wo wir so einen Realisten kennenlernen dürfen. Johannes Evangelium Kapitel 11, Vers 16. Thomas, auch Zwilling genannt, sagte zu den anderen Jüngern, wir wollen mitgehen und mit ihm sterben. Ein Realist, habe ich mir aufgeschrieben, ist jemand, er betrachtet die Dinge objektiv und realistisch. Sein Maßstab ist die Realität. Doch sein eigentlicher Maßstab ist die Wahrnehmung der Realität und nicht nur die Realität selbst. Ohne es selbstbewusst zu merken, setzt sich ein Realist objektive Grenzen. Er geht einfach nicht weiter hinaus, weil wenn ich nicht mehr wie das habe, dann kann ich mir das auch nicht kaufen. Okay, sehr gesund, gesundes Denken, alles gut. Ein Realist, der sagt einfach, wenn ich da runterstecke, dann gehe ich nicht. Eine Stufe tiefer. Ein Realist. Und ich muss zugeben, ich glaube, ich befinde mich so in dieser Gruppe von den Realisten. Ja. Kann sein, dass ich alles so ein bisschen realistisch sehe. Und wir haben hier eine Stelle, wo Thomas, auch Zwilling genannt, er mit Jesus mitgehen will. Wenn wir die Geschichte betrachten, dann meint Jesus, wir möchten zurückgehen auf Portugiesisch ist es Bethanien, wie sagt man es auf Deutsch? Bethanien. Hier, nach Bethanien zurück. Der Thomas kommt zu den Jüngern, nachdem Jesus gesagt hat, du, wir gehen zurück nach Bethanien, denn der Lazarus, der schläft nur, der ist nicht in Wirklichkeit tot. Und der Thomas kommt zu ihm und sagt, gut, wir wollen mitgehen und mit ihm sterben. Naja, so wie wir die Person Thomas in der Bibel beschrieben bekommen,
merken wir, er ist so dieser Realist. Was ist ein Realist? Ein Realist ist jemand, der viele Informationen hat und mit diesen Informationen sein Leben prägt. So, wenn ich etwas weiß, okay, ich weiß, dass das dazu führt, dann bringt das dahin. Und der Thomas, der wusste ganz genau, sie kamen frisch aus Britannien, da war es gerade nicht gut. Ja? Da könnte es sein, dass sie draufgehen, wenn sie wieder zurückgehen. Jesus meint, wir gehen wieder zurück. Aber der Thomas, weil er der Realist ist, ein Realist ist ganz einfach. Wenn er weiß, wohin es geht und was da so los ist, dann kommt er ruhig mit. Er muss nur wissen, was da los ist. Ich fühle mich manchmal so ein bisschen so. Erzähl mir, was passiert da genau? Ja, okay, dann komme ich mit. Aber wenn ich nicht weiß, wie und warum und weshalb und wo so, dann kriege ich so ein komisches Bauchgefühl. So, weißt du, da tut es hier so weh. Weißt du, so. Boah. Und der Thomas, der wusste aber an dieser Stelle ganz genau, was ihn da erwartet. Sie kamen ja frisch aus Britannien, das kannst du später nachlesen. Und er wusste ganz genau, gut, dann gehen wir halt zurück. Aber ich kann es mir vorstellen, wie er sarkastisch das Ganze rüberbringt. Dann gehen wir halt zurück und sterben. Ja, das erwartet uns dort, denn das habe ich in den Medien gelesen. Ich habe auch nochmal eine Excel-Liste ausgearbeitet, ja, wo ganz klar drin steht, 83% sterben Wahrscheinlichkeit. So, also wir gehen mit, aber wir wissen es. Leute, ihr wisst es auch. Let's go. Er war dieser Realist, der aus einer Tabelle ganz genau weiß, was ihn erwartet. Und naja, so lebt er halt sein Leben. So was halt so Fakt ist, daran hält er sich fest. Und die Bibel sagt, es ist Thomas, der Zwilling. Doch sagt die Bibel niemals, ever, irgendwas über diesen anderen Zwillingsbruder von Thomas. Man weiß nicht, ob sie sich gut verstanden haben, ob sie nah einander waren, ob sie eieige Zwillinge waren oder wie sie auch waren, was für Zwillinge es waren. Die Bibel sagt nichts weiteres darüber. Ich ziehe meinen eigenen Schluss daraus. Und ich glaube einfach, dass mit Zwilling gemeint ist, dass er jemanden anderen gleich ist. Ich kann mich dem Thomas gleichstellen. Und oft wird ja der Thomas als der Zweifler dargestellt. Ich sehe das anders. Ich sehe den Thomas als Realisten. Das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Ich erzähle euch eine kleine Geschichte, ein kleines Wunder, was ich vor keinem Monat erlebt habe, was damit zu tun hat. Mein David, mein Großer, der hat extreme Zahnprobleme und das arbeiten wir jetzt runter. Wir bürsten da alles, was es nur zu bürsten gibt. Ja. Aber trotzdem ab und zu sagt dann die Karie, hallo. Ja. Und ich sage dann immer, hey, wenn wir die Karie cool bearbeiten können, dann kriegst du auch eine Belohnung. Dann geht er ganz tapfer hin, ja, macht die Augen zu und sagt, ja, machen so, ja. Und dann hat er das hinter sich gehabt. Er hatte eine lange Aufarbeitung da beim Zahnarzt. Und ich meine, wer von uns liebt Zahnarzt? Ja, mein großer Bruder geht seit 30 Jahren nicht zum Zahnarzt, ja. Hey, ich pass beiseite, zu 20 nur, ja. Und nach dem Zahnarzt bin ich mit ihm zum Tierladen gegangen, denn er liebt Tiere über alles. Ja, und das habe ich meinem großen Bruder auch erzählt. Er hat mir auch so ein Video gezeigt von einem Film. Wir kaufen einen Zoo. Ja, ich so, ich hab schon einen, ja. Gut. Wir gehen zu einem Tierladen und er wollte sich eigentlich nur so einen kleinen Fisch kaufen für unser Aquarium, alles schön und gut. Aber dann sieht er einen Nymphensittich. Ja, einen Nymphensittich. Und das war ein zahmer Nymphensittich, der ihm auf die Schulter geflogen kommt. Ich so, es ist geschehen. Ja, er so, hey Daddy, können wir nicht diesen Nymphen mit dich mitnehmen? Und ich bin mehr so der so, nee, wir kaufen nichts und maximal kannst du ja dein Taschengeld zusammensammeln und so, dieser der Realist halt. Ja, so. Aber er war so tapfer. Er war so tapfer beim Zahnarzt, echt extrem tapfer. Ich gebe ganz demütig zu, dass er tapferer war, wie wenn ich beim Zahnarzt war. Also da war ich schon überwältigt. Ich war sehr stolz auf meinen Kleinen und ich habe gesagt, weißt du, das hat er sich verdient. Ich muss aber zugeben, ich mache gerade in meinem Leben nicht die Prosperity-Zeit durch. Ja? Bei mir, da springen die Goldmünzen gerade nicht so über. Ich bin ein sehr positiver, ja, aber ein Realist. Und ich schaue auf mein Bankkonto. Kein Kreditlimit mehr, ja, ich hatte noch 113 Reais. 113 Reais auf meinem Bankkonto, das ist echt extrem wenig. Ich hatte davor eine dicke Rechnung gezahlt, alles gut, wir leben weiter. Der Vogel allein kostete 500 Reais, ungefähr. Ja. Naja, zu einem Vogel gehört ein Käfig, Essen und. Naja, was macht der Realist? Der sagt, geht nicht. Geht nicht. Es ging nicht. Ich bin ehrlich zu euch, es ging nicht. Es wäre nicht gegangen. Meine EC-Karte, sie wäre nicht durchgegangen. Sorry. Vielleicht wissen viele in Deutschland nicht, dass es so einen Moment in einem Leben von einem Jüngling geben kann, aber ich bin in der Kunstszene und dieses gerät ein bisschen auf Corona-Pause.
Naja, was macht der Realist? Der Realist geht nach Hause. Ich habe mir Mut gefasst und habe gesagt, Gott, der Kleine hat es verdient. Mach dein Ding. Mir egal wie. Das war echt ein bisschen zu viel für mich, der Realist. Ich habe gesagt, gut, was brauchen wir alles? Wir brauchen einen Käfig. Hol einen Käfig. Und er so, kaufen wir den Vogel. Ich so, wart's ab. Ich konnte nicht Ja sagen. Ich würde ja gern. Wir holen uns einen Käfig. Wir suchten den günstigsten großen Käfig. Sind ja Nymphensittich und dann brauchten wir Essen und alles Mögliche. Ich weiß, es war ungefähr so an die 700 Reais zum Schluss. Also über 600 Reais, was ich hatte. Und so stand ich an der Kasse. Stand ich an der Kasse und wollte dann zahlen. Und dann reiche ich meine Karte hin. Das ist mir vor einem Monat passiert. Und dann kommt der Geschäftsführer angetackelt. So, hallo, du. Ich dann so, ja, ja. Er so, ach. Es war nur der Geschäftsführer. Er so, der Besitzer von dem Laden ist heute im Laden. Der kommt jedes halbe Jahr mal vorbei. Ich so, das ist ja schön. Er wird dich kennenlernen. Ich dann so, ich bin da nichts Besonderes. Ja, ich meine, habe ich jetzt ihm nicht so gesagt. Ja, also, ich so, klar, selbstverständlich. Wer möchte mich denn nicht kennenlernen? Ja? Klar will er mich kennenlernen. Und man kommt da Tränen überfüllt an. 70 Jahre knackig jung war er. Kommt er an und umarmt mich. Ich so, hey, Corona-Abstand, aber okay, ich mache eine Ausnahme. Ja? Wir sind ja alle, ich bin ja schon 70 Gs, habe ich schon. Ja? Ich habe alles an Gs, was es an Gs gibt, habe ich. Ja? Geimpft. Alles. Ja, auf jeden Fall. Kommt er und umarmt mich und fängt an, also er hatte Tränen in den Augen. Und er meint, wenn ich die Möglichkeit hätte, das zu tun, was du mit deinem Sohn machst, mit meinem, würde ich alles Reichtum hergeben, um die Zeit zurückzuspulen, um so einen Moment mit meinem Sohn zu haben. Und dann kamen wir ganz kurz nur ins Gespräch und er so, ich hatte die Zeit mit meinen Kindern nicht. Ich habe mir die Zeit, diesen Moment nicht genommen und ich habe dich gesehen. In der ersten Sekunde, wo du in diesen Laden reingekommen bist, wie du mit deinem Sohn umgegangen bist, wie du ihn gepackt hast, wie ihr Spaß hattet und wie ihr dem Vogel hinterhergelaufen seid und wie er sich den Vogel wünscht, ich möchte dir alles schenken. Und so ein Wunder, ich meine, natürlich habe ich gesagt, oh, hätte ich zwei genommen, ja, Spaß. Ich so ein Wunder, so eine Kleinigkeit, meine Karte wäre nicht durchgegangen. Es ist vielleicht für jemand, der in Deutschland lebt, etwas nicht nachvollziehbares, aber für mich war es sehr real. Und ich habe das meinem kleinen Sohn erzählt. Ich so, hey David, ich nenne ihn Boy, Boy, weißt du was? Jesus hat gerade ein Wunder getan, denn der Papi hat gerade die Kohle nicht dafür. Und das sind so Kleinigkeiten. Das ist ja als wäre es für einen Realist, das kommt doch gar nicht in die Excel-Liste. Du musst erstmal Miete zahlen und der Vogel, der ist nicht auf der Excel-Liste. Ja. Ein Realist kriegt es nicht auf die Reihe. Aber man muss aufmerksam sein, auf was der Herr einem sagt. Und es ist nicht so, dass wir ab und zu einfach zu realistisch sind und zu viele Informationen brauchen, wie das Leben weitergehen soll. Der Thomas, er wusste ganz genau, okay, wenn wir nach Bethanien gehen, dann sterben wir. Gut, wir lesen weiter. Johannes Evangelium, Kapitel 14. Johannes Evangelium 14. Ich möchte mit euch ab dem Vers 3 lesen, wo Jesus dann meint, wenn dann alles bereitet, werde ich kommen und euch holen, damit ihr immer bei mir seid, dort, wo ich bin. Ihr wisst ja, wohin ich gehe und wie ihr dorthin kommen könnt. Naja, jetzt meint der Daniel, der Realist. Ja. Nee, Herr, das wissen wir nicht. Sorry. Wir haben absolut keine Ahnung, wo du hingehst. Wie können wir den Weg denn auch wissen? Ich glaube, der Thomas, der war halb Brasilianer, halb Deutsch. Ja, weil ich fühle mich einfach so. Ich habe keine Ahnung, wo es gerade hingeht, Gott. Ja? Hättest du einen Stadtplan für mich oder eine Landkarte, das würde mir helfen. Ja? 2022 vergessen, mit einem Hatschi kann man sterben. Hallo? Hat man es dir da oben gesagt? Ich bin ein Hatschi von dir entfernt, lieber Gott. Ja? Der Thomas wusste nicht, wo es hingeht. Auf einmal, ein paar Kapitel später in seinem Leben,
Jetzt wusste er nicht, was ihn in Bethanien erwartet. Das war jetzt vorbei. Lazarus, Geschichte, vorbei, aus. Jetzt sind sie in einem ganz anderen Kapitel und Jesus erzählt ihnen übernatürliche Dinge, Himmelreichsgeschichten. Wow, das kriegt der Realist einfach nicht in seinen Kopf. Schon mal, also der war halb Brasilianer, halb Deutsch. Ja, der so, was sagt der hier, das ist so, da kann man doch meinen, das hat einer von, also das habe ich gesagt, ja, ich möchte euch jetzt nicht euch zeigen, ich zeige auf mich. Nein, Herr, das wissen wir nicht. Wir haben keine Ahnung, wo du hingehst. Wie könnten wir denn den Weg wissen? Das ist so ignorant, gell? Wir haben keine Ahnung, wo du hingehst. Ja? Du redest über total schöne Dinge, aber hier in meiner Welt, gerade hier, wo die Rechnungen anfallen, Kreditkartenrechnungen und wie sie nicht alle heißen, ja, da habe ich absolut keine Ahnung, was du da oben meinst. Der Realist hier kriegt es nicht in seinen Schädel. Ey, das bin so ich. Das ist kein Zweifel, das ist einfach ein Realist, Mann. Mit Null zahlt man keine Rechnung. Oh Mann. Und wisst ihr, wenn ein Realist vorankommen will, braucht er eine Begegnung mit dem Erlöser, mit dem Redeemer. Denn ein Erlöser, er stellt wieder her. Er errettet, er ersetzt, er ist für einen da. Aber damit ein Realist wie ich es bin, es schafft zu begreifen, was der liebe Gott hier meint, was der Jesus meint, brauche ich einen Moment. Ich brauche einen Moment in meinem Leben. Ich brauche einen Tag, einen wunderschönen Tag, an dem ich diesen Redeemer treffe. Denn wenn ich diesen Redeemer nicht persönlich treffe, und ich meine damit nicht nur physisch, ja, der Thomas, der war an der Seite von Jesus, sondern wenn ich nicht wirklich begreife, wer dieser Redeemer in meinem Leben ist, dann lebe ich als Realist meine Excel-Liste für immer weiter. Und ich bin dazu bestimmt, während ich nicht genug Informationen habe, für Gott nichts zu erreichen. Solange mir Gott den Weg nicht zeigt. Wie könnte ich den Weg wissen? Du bist dafür herbestimmt, dein Land. Überleg mal, jemand wird dir sagen, du wirst dein Land erwecken. Dann würde ich vielleicht sagen, gut, wie könnte ich aber den Weg wissen? Ja, wie soll ich denn anfangen? Ja? Die letzte Rechnung war schon extrem schwer. Ja? Schon fast nicht den Vogel bezahlt. Jetzt habe ich einen Vogel. Wie kann ich denn den Weg wissen? Wenn Gott heute zu dir kommt und sagt, weißt du was, ich habe eine Berufung für dich, du wirst deine ganze Familie erwecken und gemeinsam werdet ihr nach Mosambik, nach Recife, nach Australien, nach Kanada, nach Sollen, wo auch immer hin, gehen und das, den Ort verändern, denn Gott ist mit euch. Dann wirst du sagen, ich habe keine Ahnung, wie du das machen willst. Keine Ahnung. Wie soll ich das denn machen? Ein Realist, er neigt dazu, fatalisch zu sein oder kritisch und pessimistisch. Es ist meinen Realisten nicht böse. Ja? Sie wissen einfach, das wird halt passieren. Also wenn du das machst, dann passiert das und dann das. Also ich bin, kennst du diese Leute, die immer die schlechte Nachricht bringen, aber das ist nicht Schuld an ihnen, sondern die Welt ist halt so, es tut mir leid, ja, du wirst leider deinen Job verlieren. Das ist nicht meine Schuld, ja, das Gewerbe, also da, wo du arbeitest, da geht nichts. Ich bin nur realistisch. Wie oft treffen wir solche Menschen? Wie oft bin ich so eine Person? Ich möchte mit dir einen weiteren Bibelvers lesen, bitte. Im Johannesevangelium Kapitel 20. Johannes Kapitel 20, ab 24. Einer der Jünger, Thomas, der auch Zwilling genannt wurde, war nicht dabei gewesen, als Jesus kam. Sie erzählten ihm aber, wir haben den Herrn gesehen. Doch er erwiderte, das glaube ich nicht. Es sei denn, ich sehe die Wunden von den Nägeln in seinen Händen, ich berühre es mit meinen Fingern und lege meine Hand in die Wunden an seine Seite.
Das heißt, ich sehe oder berühre mit meinem Finger die Hand. Vers 26. 8 Tage später waren die Jünger wieder beisammen und diesmal war auch Thomas bei ihnen. Bis dahin. Jesus war gestorben und auferstanden und die Jünger waren beisammen und haben wahrscheinlich über die Geschichten von Jesus erzählt. Und als sie, das kann ich mir vorstellen, vielleicht leise gesungen haben, vielleicht haben sie sich versteckt, weil sie Angst hatten. Oder sie war ihnen jetzt mittlerweile egal und haben laut gesungen. Und sie hatten einfach eine Gemeinschaft untereinander, wie es jetzt weitergehen würde und was denn passieren wird. Und Jesus erscheint und geht durch die Wände. Und diese Jünger, ich kann mir vorstellen, die haben einen Moment in ihrem Leben, der sie absolut in eine andere Sphäre katapultiert. Überleg mal, sie haben live miterlebt, wie der Typ gestorben ist. Jetzt steht der Leben vor ihnen. Bei denen ist alles, was rational denken, ist erstmal auf Pause. Und die sagen, Jesus, das Übernatürliche kann in meinem Leben passieren. Doch wer war nicht da? Der Realist. Als dann diese von Wolke 7 ja, zu Thomas kommen und sagen, weißt du was, Thomas, wir haben gerade was Übernatürliches erlebt. Der Realist sagt, das begreife ich nicht. Wir haben gerade gesehen, wie Jesus hier war. Und dann sagt er, wenn ich es nicht sehe oder nicht berühre ja, oder mit meinen Fingern nicht ihn anfasse mit meiner Hand, dann glaube ich es nicht. Und ich muss zugeben, manchmal fühle ich mich so. Manchmal bin ich es leid, so viele Versprechen zu hören. Daniel, das wird in deinem Leben passieren. Daniel, dies wird in deinem Leben passieren. Ich sage ganz ehrlich. Und wie soll es denn weitergehen? Schon mal darauf geachtet, dass wir in einem Ausnahmezustand auf der Welt sind? Und der Realist, er meint es nicht böse. Er hat sein ganzes Leben einfach so gelebt. Es wurde ihm geprägt in der Schule. Ich muss es realistisch, ich muss es begreifen, ich muss erfahren, was gerade los ist. Und wenn ich nicht sehe, berühre, wenn ich mit meiner Hand nicht anfasse, wenn ich es nicht fühlen kann, dann glaube ich es nicht. Wenn du mir nicht erklärst, wie ich das Geld bekomme, wo die Finanzierung herkommt, dann glaube ich nicht, dass es passieren wird. Und es ist an der Zeit, dass wir von einer realistischen Persönlichkeit zu einer übernatürlichen Persönlichkeit übertreten. Aber damit das geschieht, brauchen wir einen Moment in unserem Leben. Brauchen wir einen Tag so wunderschön wie heute, wo wir den Erretter treffen. Denn ohne eine Begegnung mit dem Erretter funktioniert das nicht. Wenn wir den Retter Jesus Christus nicht leibhaftig, wahrlich erkennen, wird draus nichts. Ich weiß noch ganz genau, wo ich im Geist getauft wurde. Das ist schon etliche Jahre her. Da durfte ich dann auf die Arbeit. Ich war off the boy bei so einem Reisebüro und ich habe überall in Zungen gesprochen und ich habe mit jedem angefangen, von Gott zu reden, weil ich einfach so überwältigt war. Die Scham war vorbei. Ich war eh nie der Schüchterne. Ja? Das war mir alles egal, weil ich einfach so voll Gott war. Ich wollte einfach allen von Gott erzählen. Ich rede einfach mit allen darüber. Glaubst du an Gott? Du glaubst nicht an Gott. Das kann doch gar nicht sein. Wieso glaubst du nicht an Gott? Glaubst du an Gott? Glaubst du an Gott? Und heutzutage, wenn ich mit irgendeinem Araber spreche, jemand aus Syrien, Jordanien, dann erzähle ich ihnen von dem 8-Tage-Krieg aus Yom Kippur. Dann sage ich mir, wisst ihr, ihr wart mit einer dicken Streitmacht vor Israel. Ihr stand vor 3 Panzern in Israel und ihr hattet 150 Panzer und ihr werdet über Israel eingefahren. Was ist da passiert? Was sagen die Geschichtsbücher? Dann gucken sie mich alle an. Ich so, sag mal, was sagen deine Geschichtsbücher? Als Jordanien, als Syrien, als Irak, als ihr alle zusammen wart und Israel überfahren wollt. Was sagt die Geschichtsbücher? Bücher darüber, nicht meine Bibel. Die Geschichtsbücher sagen, dass alle gesehen haben, wie eine Hand sie aufgehalten hat und Engel über 3 Panzer in Israel waren. Das war der 8- oder 6-Tage-Krieg aus Yom Kippur. Das steht in den Geschichtsbüchern. Die sind umgekehrt und zurückgefahren. Ich sage, und ihr glaubt nicht? Denn wir wussten ganz genau, dass Gott nicht wollte, dass wir da eintreten. Ich so, okay, und dann folgt ihr ihm nicht. Dann schauen sie mich an, ich so, hey, weißt du was, der Jesus, der liebt dich. Du brauchst so einen D-Day in deinem Leben, so einen Moment, der dich von einer Richtung in die andere bringt. Aber das geht nur, wenn es übernatürlich ist. Die waren dabei, Israel einzunehmen, die haben nicht mal damit gerechnet. Israel war nicht vorbereitet, Yom Kippur ist da, Fasten, da passiert nichts. Ich war mal in Yom Kippur in Israel, da fährt kein Taxi, gar nichts, du darfst nicht mal einen Apfel essen. Da passiert nichts. Die waren nicht darauf vorbereitet. 3 Panzer standen gegen eine ganze Streitmacht. Der Herr war für sie. Der Realist hätte gesagt, das geht nicht.
Der Realist hätte gesagt, wir geben auf, weiße Flagge. Ja, ja, so wie früher in den Zeichentricks, in den gesunden Zeichentricks. So, help. Ja. Der Realist hätte aufgegeben. Aber jemand, der eine Begegnung mit dem Redeemer hat, der war da. Der hat gesagt, ich habe jemanden, der für mich kämpft. Wie er meine Rechnung bezahlen wird von meinem dummen Vogel, weiß ich nicht. Aber er wird es tun. Er wird es tun. Jesus, tu dein Ding. Hau rein. Komm, ich bin gespannt, was du jetzt draus machst. Und dann kommt der alte Herr und sagt, so einen Moment. Und wir hatten so einen Moment. Und ich konnte ihnen von Jesus erzählen. Und eine der Damen, die dort arbeitet, bei diesem Tiergeschäft, sie hat gemeint, ja, wir hören immer deine Musik. Wir lieben deine Musik. Eure Musik segnet unseren Shop. Wir lassen eure Musik hier immer laufen. Ich so, wow. Damit kann ich meine Rechnung nicht zahlen. Nein, aber ich kann Menschen verändern. Das ist, wenn der Realist aufgibt und sagt, ich lebe jetzt das Übernatürliche, aus ist. Und wer mich persönlich kennt, weiß, ich lebe so, ich lebe übernatürlich. Nur wer übernatürlich lebt, kann auch Übernatürliches erleben. Wer natürlich lebt, erlebt natürliche Dinge. Wer rational lebt, wird rationale Dinge erleben. Wer übernatürlich lebt, der wird übernatürliche Dinge erleben. Und jetzt waren die Jünger alle zu Tisch und erzählen dem Thomas, hey Thomas, der Redeemer war gerade hier. Und er, weißt du, ich würde ja gern glauben, Leute. Also ich würde es ja gern. Aber meine Persönlichkeit, die sagt, das geht nicht. Weißt du, es ist ganz schön, was du da erzählst. Und Mann, und jetzt überleg mal, wie sich der Thomas gefühlt hat. Der war ein absolutes Außenkind, so abgestoßen. Weil jetzt überleg mal, alle Jünger, die waren total überwältigt, was sie gerade erlebt haben. Die hatten gerade einen Moment mit dem Sohn Gottes. Der Redeemer hat sich ihnen offenbart. Und jetzt kann ich mir vorstellen, der Thomas war jetzt dann immer dabei, kann ich mir vorstellen, dass er sich nicht mal hat entgehen lassen. Aber ich glaube nicht, dass er die gute Miene gezogen hat. Ich könnte mir vorstellen, er hat so den hier gemacht. So. Nicht böse gemeint. Der Realist, wenn er nichts versteht, dann ist das alles komisch. Dann alle Jünger waren total überwältigt und haben bestimmt Pläne gemacht. Ich gehe nach Asien, ich gehe nach Afrika, ich gehe dorthin. Hey, weißt du was, ich werde allen dort in meinem Heim von Jesus erzählen. Der ist auferstanden und der Thomas denkt sich, ich fühle mich als Außenseiter. Ich kann das alles nicht begreifen, was die da machen. Nee, das geht nicht in meinen Kopf. Und so sitzt er da, kann ich mir vorstellen. Vers 26. Vers 26. Dann kam der Tag so wunderschön wie heute. 8 Tage später waren die Jünger wieder beisammen. Und diesmal war auch Thomas bei ihnen. Die Türen waren verschlossen. Doch plötzlich stand Jesus genau wie zuvor in ihrer Mitte. Und er sprach, Friede sei mit euch. Dann sagte er zu wem? Dann sagte er zu Thomas. Komm her und leg deinen Finger an meine Stelle hier. Und leg in meine Hände. Leg deine Hand an die Wunde an meiner Seite. Und sei jetzt nicht mehr ungläubig und glaube. Und Thomas antwortete dann sofort, mein Herr und mein Gott. Mein Herr und mein Gott. Weißt du, Jesus ist das erste Mal für alle Jünger gekommen und hat sich ihnen offenbart. Beim zweiten Mal, 8 Tage später, kommt er nur für dich und nur für mich. Er durchdringt die Mauern der Isolation. Er durchdringt die Mauern des Konfliktes in deinem Leben. Und er sagt, hey, Jünger, alles gut bei euch? Thomas, komm her. Jetzt überlegt man den Thomas. Der sitzt da. Weiß nicht, was er mit seinem Leben anfangen soll. Seit 3, 5 Jahren mit Jesus unterwegs. Die Kapitel in seinem Leben, am Anfang wusste er, ja, wenn wir zurück nach Bethanien gehen, dann sterben wir. Und dann mittendrin wusste er nicht mehr, was wir machen. Nee, wir wissen nicht, wo du hingehst. Er hat total verloren in seiner Persönlichkeit, in seinem rationalen Denken. Sitzt da voll gekränkt und sauer. Und auf einmal steht der Erlöser vor ihm. Und sein ganzes Leben explodiert vor ihm. Und er denkt sich, wieso habe ich so lange gebraucht? Warum habe ich es nicht vorher gecheckt? Wie lange habe ich mein Leben verpatzt? Weil ich so ein
arroganter Realist bin. Und ich muss zugeben, ich bin zu lange in meinem Leben ein Realist gewesen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber ist das nicht manchmal so, dass wir unser Leben mit Gott gehen, nur solange alles schön in meine Excel-Liste passt? Und Jesus kommt und offenbart sich Thomas und sagt, fang fast an. Und ich kann mir vorstellen, der Thomas sagt, ich habe schon gecheckt, Jesus. Also, komm her, das brauchst du. Du brauchst eine übernatürliche Begegnung. Das lasse ich nicht los. Nein, du bleibst nicht sitzen, Thomas. Du kommst jetzt her. Du fährst hier jetzt hin, denn ich werde dein Leben verändern. Du hast keine Ahnung, was dich erwartet. Der Thomas geht hin, vielleicht weinend, überwältigt. Er hat einen so wunderschönen Tag wie nie zuvor. Und das Leben von Thomas war nie wieder das Gleiche. Geschichtsbücher schreiben, dass er der Vater aller Christen aus Indien ist. Er sei nach Indien gefahren mit einem Boot und hat da das Evangelium gepredigt. Er hat den Leuten erzählt, Leute, ich war ein absolut Rationaler. Ich habe immer drüber über alles nachgedacht und ich habe das auch nicht geglaubt, wie ihr. Aber Jesus ist mir erschienen. Er ist mir erschienen, Mann. Ich habe meine Finger in seine Hand gelegt. Wow, können wir deine Finger anfassen? Ja, pass sie an. Und Jesus hat mir gesagt, glücklich sind die, die es nicht sehen. Ich durfte es sehen und ich bin hier. Dem sein Leben wurde verändert. Von einem faschistischen Realist, pessimistisch geprägt, wurde ein übernatürlicher Evangelist. Was ist da passiert? Er hatte eine Begegnung mit dem Redeemer. Und wisst ihr, solange wir Jesus nur verstehen wollen, bleibt das alles nur Theorie. Wir brauchen eine wahre, übernatürliche Begegnung mit ihm. Dann ist alles andere egal. Das ist wie in einer Beziehung. Wenn in der Ehe alles gut ist, dann geht man durch dick und dünn. Dann ist es egal, welche Herausforderungen kommen. Wir verstehen uns, wir halten zusammen, wir gehen, ja? Spartaner. Aber wenn man in der Ehe zerbrochen ist, dann geht man nicht zusammen. Nee, dann ist der Partner schuld an dem Ganzen. Und nicht anders ist es in unserer Beziehung mit Gott. Wenn wir nicht gleich mit Gott gehen, ihn verstehen und sensibel sind und nicht auf den Radau und den Informationen dieser Welt fokussiert sind, sondern auf das fokussiert sind, was er uns sagt, was übernatürlich ist, was in unser rationales Denken nicht reinpasst. Wenn wir auf das Übernatürliche hören, dann verändert sich unser Leben. Ich möchte mit dir einen weiteren Vers lesen, bitte. In Matthäus Evangelium, Kapitel 21. Für mich ist diese Geschichte von Thomas die höchste Erklärung von der Persönlichkeit Jesu für mich und für dich. Wie er sagt, wer er für mich ist. Er ist der Erlöser. Er ist derjenige, der durch Mauern geht für mich und für dich. Und wisst ihr, wir haben eine Berufung. Schon nur allein, dass wir heute hier sitzen und wissen, dass der Herr uns berufen hat, haben wir eine Berufung. Aber wir lassen uns manchmal einfach stoppen von der Realität, von dem realistischen Denken. Matthäus 21, ich fange mit dem ersten Vers an. Kurz vor Jerusalem kam Jesus und die Jünger durch Städtchen Bethphage am Ölberg. Jesus schickte zwei der Jünger voraus. Geht in das Dorf dort, sagte er. Dort werdet ihr eine Eselin angebunden sehen und bei ihr ein Fohlen. Bindet die beiden los und bringt sie her. Wenn jemand fragt, was ihr da tut, dann sagt, der Herr braucht sie. Und man wird sie euch mitgeben. Auf diese Weise wurde die Prophezeiung erfüllt. Sagt dem Volk Israel, seht, euer König kommt zu euch. Er ist sanftmütig und reitet auf einem Esel, ja, auf einem Fohlen eines Esels. Vers 6. Die beiden Jünger taten, was Jesus ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Tiere zu ihm, warfen die Mantel um das Fohlen und er setzte sich darauf. Viele Menschen bereiteten ihre Mäntel vor Jesus auf der Straße vor. Andere schnitten Zweige aus den Bäumen und bereiteten den Weg vor. Er befand sich in der Mitte des Zuges und die Menge um ihn herum jubelte. Gelobt sei Gott für den Sohn Davids, gepriesen. Hosianna sei der im Name des Herrn kommt. Lobt Gott den Höchsten im Himmel. Die ganze Stadt Jerusalem war in Aufruhr, als er einzog. Wer ist das? Fragten die Leute.
Und die Menschen in der Menge sagen, das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa. Der Einzug Jesu. Wenn Gott eine Verheißung für dich hat, dann hat er den Weg schon vorbereitet. Die Jünger, sie standen da mit Jesus und Jesus sagt, ihr zwei, holt mir den Esel. Und die Jünger denken sich, gut, wir sehen hier aber keinen Esel. Es ist nicht, also ich fühle mich manchmal so, wenn Gott sagt, Daniel, geh dahin und hol das. Die waren in einem fremden Ort. Die Jünger wussten gerade nicht, was er meint. Die zweifeln auch dann gerade, ja, was ist, wenn jemand fragt, was, warum wir den nehmen? Dann sagt, ich habe es befohlen. Sie gehen ganz im Vertrauen. Sie haben nichts verstanden. Sie hatten schon eine Begegnung mit dem Redeemer. Sie wussten, okay, da geht es gerade runter und drüber. Ich weiß nicht, was los ist, ich tue es. Und sie gehen los, weil sie eine Berufung haben, weil sie wissen, dass der Herr sie geschickt hat, wissen sie, er wird es auch tun. Sie hatten kein Geld, um einen Esel zu kaufen. Er hat gesagt, holt den Esel. Und sie kommen an, binden den Esel los. Und wisst ihr, damit möchte ich anfangen zu schließen. Wenn Menschen mit Berufung aufeinandertreffen, dann entsteht eine katastrophale Explosion. Wenn Menschen mit Berufung sich treffen, dann entsteht etwas Gigantisches. Wenn aber jemand mit Berufung einen Realist trifft, dann passiert nichts. Wartet's ab. Das Fohlen war angebunden. Das Fohlen war angebunden. Das Fohlen wurde für Herr bestimmt, für diesen einzigsten Moment. Jesus hatte dieses Fohlen vorbereitet. Wie, was, wo? Es war vorbereitet für diesen Moment. Das Fohlen hat sein Leben lang auf diesen Moment gewartet. Sein Leben lang. Und weißt du, wie sich das Fohlen vielleicht gefühlt hat? So wie ich. Angebunden. Ich konnte nicht laufen, konnte nicht gehen. Dafür, Herr, jetzt bin ich hier angebunden. Und auf was warte ich? Auf was warte ich hier? Was ist denn los? Ich fühle mich angebunden, ich fühle mich nutzlos, ich bin nicht dafür gebunden. Lass mich irgendwas machen, lass mich irgendetwas arbeiten, lass mich etwas tun. Aber das Fohlen hatte eine Bestimmung, es hatte eine Berufung. Wenn jemand mit einer Berufung, mit der anderen Berufung zusammenkommt, dann explodiert es. Der Esel hatte eine Berufung. Die Jünger hatten eine Bestimmung. Sie wussten ganz genau, als sie den Esel gesehen haben, der Esel hat sie gesehen, sie haben den Esel gesehen, sie haben gesagt, du bist's. Und in dem Moment, wo sich die beiden zusammentreffen, geschieht der Einzug in Jerusalem. Aber jetzt möchte ich noch weiterreden. Wie oft ist denn Jesus nicht schon in Jerusalem eingegangen? Schon mal drüber nachgedacht? Es war aber einzigartig, denn es war vorherbestimmt. Es war eine Prophezeiung, die Jesus erfüllt aus dem Alten Testament. Nicht nur das, er kam in so einem glorreichen Moment in Jerusalem ein, dass die Leute gepriesen haben, gelobt sei Gott, Hosianna, Hosianna. Und sie haben angefangen zu singen und zu trommeln und alles Mögliche, dass die Menschen um ihn herum gefragt haben, wer ist das? Und ich sage dir Folgendes, der Herr hat für dich einen Weg vorbereitet. Wenn du bereit bist, das Übernatürliche mit Gott zu gehen, dann wird er dich zu einer neuen Menschenmenge führen, zu neuen Leuten. Du wirst mehr Dinge erreichen. Du wirst in deinem Geschäft, auf deinem Arbeitsplatz weiterkommen. Wenn du bereit bist, übernatürlich zu gehen, dann werden sie fragen, wer ist das? Das ist der aus der CBG. Das ist der Sohn des Pastors. Oh, ganz eine verrückte Nudel, sage ich dir. Junge, ist der verrückt. Wer ist denn das? Wie oft ist Jesus nicht schon in Jerusalem gewesen? Ich möchte dich einladen, aufzustehen. Es war die Woche, ich möchte das Lobpreisteam auch auf die Bühne rufen. Es war die Woche, wo Jesus gekreuzigt werden würde. Und er wusste das.
Und er ging als König in Jerusalem ein. Das Kreuz hat versucht, ihm seine Identität zu rauben. Das Kreuz hat ihm gesagt, nein, nein, nein. Doch wenn man eine übernatürliche Begegnung mit Gott hat, dann weiß man, wer man ist. Dann ist man nicht, was man tut. Dann bin ich nicht nur ein Arbeitnehmer oder ein Geschäftsführer oder... Wisst ihr, ich bin 1,88 groß, in einer beigen Hautfarbe. Ja. Ich brauche nicht hart arbeiten, um euch zu sagen, dass ich eine beige Hautfarbe habe und 1,88 groß bin. Ich brauche dafür nicht zu kämpfen, um dir beizubringen, ich bin ein Mann, 1,88 groß, beige, braun gebrannt, möchte ich gern. Ich brauche da nicht dafür zu kämpfen, das bin ich. Das brauche ich dir nicht großartig einreden, so stehe ich vor dir. Ich brauche nicht dafür zu kämpfen. Jesus, er war König. Er hat sich nicht verhalten wie ein König. Er war nicht, was er tat, sondern er war das. Und wisst ihr, worauf die heutige, also was mir so klar im Sinn ist, ist, dass die heutige Zeit darauf aus ist, uns einzureden, wer wir nicht sind. Sie versuchen unsere Persönlichkeit, egal in welchem Bereich, in den Beziehungen, auf dem Arbeitsplatz, sie versuchen uns einzureden, wer wir nicht sind. Sie versuchen uns durcheinander zu bringen. Und Jesus ist heute hier und sagt, du brauchst eine Begegnung mit mir, damit du weißt, wer du bist. Du bist mein Kind, du bist mein Sohn. Und wenn du mit mir gehst, dann ist mir deine Excel-Liste egal. Dann wirst du das Übernatürliche erleben, ob du es willst oder nicht. Wenn du mich erlebst als Redeemer, als Erlöser in deiner Ehe, dann kann ich Zerbrochenes, Zerstörtes, was total kaputt war, wiederherstellen, denn so bin ich. Und deshalb bin ich ans Kreuz gegangen für dich. Ich bin nicht ans Kreuz gegangen, weil es Spaß macht, sondern ich bin ans Kreuz gegangen, weil ich ganz genau wusste, was ich da tue. Ich gehe ans Kreuz für dich, weil du einfach zu realistisch bist, weil du zu viel zweifelst, weil du einfach hier groß geworden bist und es dich geprägt hat. Und ich bin ans Kreuz gegangen, damit ich dir vergeben kann, deine pornografischen Süchte, damit ich vergeben kann, wie du mit deiner Mama umgehst, weil ich dich liebe, geliebtes Kind, weil ich dich liebe über alles und was ich für dich vorbereitet habe, das kannst du nicht begreifen. Das ist der Jesus, den ich folge. Das ist nicht einer, der noch gekreuzigt ist. Nein, der ist am Leben. Er ist lebendig. Er ist auferstanden für mich und für dich. Er ist auferstanden für meine Rechnungen auch. Aber als erstes möchte er mir Leben geben und Leben in Fülle. Wisst ihr noch, was ich am Anfang gesagt habe? Das Leben ist geprägt von Momenten. Wir brauchen Momente mit Gott. Wir brauchen Momente mit Gott, wo wir mit Gott leben, dass wenn wir draußen in der Welt sind, dass wir uns nicht umhauen lassen von der ersten Welle. Und wenn ich nicht anfange, hier in der Gemeinde zu üben, mit einem Halleluja, mit einem Preis den Herrn, auch wenn es mir schwerfällt, auch wenn ich mich komisch fühle, dann werde ich es auf dem Arbeitsplatz auch nicht tun. Dann werde ich es mit meiner Ehe, wenn es drunter und drüber geht, auch nicht tun. Dann werde ich es, wenn ich zu Hause alleine vorm Fernseher bin, auch nicht machen. Also fange an, in der Gemeinde zu üben, den Herrn zu preisen, zu sagen, Herr, auch wenn ich die Lösung in meinem Leben nicht sehe, du bist bei mir, ich glaube dir, ich vertraue dir, geh mir voran, hier sind meine Sorgen, ich bring sie dir, sei du mein Erlöser, errette mich, verändere mich, sei du mit mir, Herr. Hey, Halabashel, das ist der Gott, den ich folge. Das ist der Gott, den ich folge. Und er ist heute hier und er möchte dir eine Veränderung schaffen in dir drinnen, in deinen kleinen Zweifeln, in deiner Sorge. Da kommt der Herr und sagt, ich liebe dich, geliebtes Kind. Und ich bin für dich da. Ich bin für dich da. Und Herr, ich danke dir für diesen Nachmittag. Ich danke dir und ich preise dich. So ein Tag, so wunderschön wie heute. Mein ganzes Leben ist dein. Und ganz neu trage ich dir alle meine Sorgen auf, alles, was ich manchmal nicht begreife. Und ich bitte um eine übernatürliche Begegnung mit dir. Und so bete ich in Jesu Namen. Halleluja.